Hier ist gar nicht laut. Hier ist alles. Die ganzen Umgebungssounds sind hier so laut. Ich dachte, bei mir wäre es laut, aber irgendwie ist es nicht so laut. Und dieser Direwolf ist ja wie bei Ark hier. Muss aber wo lang? Mann, ich kann ja auch schon fliegen, so ist er nicht, aber. Das ist nicht The Yellow from the Egg. Du bist ein seltsames Phänomen. Das weiß ich doch, weiß ich doch. Kann kein Marker auf dem Boss legen, mache ich es halt hier hin, okay. Ah, okay, okay, ja, genau. Okay, das ist das erste Tutorial hier. Die haben sich mit Mammut angelegt, Level 35. Wie krass, spinnen die? Echt? Mit Mammut? Das sind Level 10, Alter. Ich hab Mammut auch schon angegriffen. Ja. War fast one-hit, konnte noch entkommen, weil ich weggeflogen bin. Oh, hallo. Können wir mal kurz Level 11er Boss? Ach so, lass mir erstmal die besiegen. Moment. Oh, das mit dem Nachladen, ey, nervt mich so. Warte, warte. Immer vier. Kurz Angriff einstellen. Raus. Ich versuche, ob ich dieses antikes Ding auch krieg. Das ist ja der Boss, der einfriert. Das ist so total cool bei so Bosskämpfen. Lad halt nach, Alter. Ich hasse das. Ihr lädt nicht nach. Zwei antike Bauteile. Okay. Da wir eh nur zu zweit manchmal sind, hat es geklappt mit dem Turm. Und ihr musstet eine Stunde warten, gell? Weil die Bosse, glaube ich, kommen erst nach einer Stunde oder so. Wieder. Okay, die Bosse geben das. Das ist noch ein leichter Boss. Panking 15, easy. Hinter. Ach so, ich kann ja. Ach, ich bin ein Depp. Ich klicke da drauf und mich hinporten. Geht ja gar nicht. Yo! Aber ich habe ja den neuen Gleiter. Der ist ja schneller anscheinend. Warte. Der ist echt schneller? Kann sein, weiß nicht. Das ist. Also hier. Keine Ahnung, ob ihr den Boss schon gemacht habt, aber hier habe ich erst gecheckt, dass es wirklich Elden Ring ist. Ich gehe hier da hoch, gehe da hin und da ist so ein scheiß Kreis da und hier sind diese abgebrochenen Säulen und so. Alter, also wenn das nicht Elden Ring ist, weiß ich auch nicht.
Und dann bist du irgendwo hier vorne und hast so einen großen Baum in der Ferne. Hixi sagt, Tel Drasil, also scheiß Allianz halt. Und nicht sofort Elden Ring, also Eldenbaum. Also das ist so eindeutig. Das ist krass. Wahnsinn. Das ist ja ein Boss mit Ads. Ich hab zuerst die Ads gemacht und dann ist der Boss verschwunden. Immer wieder, weil die Ads haben mich eingefroren. Ich wurde das erste Mal gestorben. Und dann bin ich voll auf Boss gegangen. Wo ist der hin? Der ist schon wieder despawned. Ist er despawned oder was? Scheiße, Mann, ey. Fuck, ich drücke immer B. Der greift doch an. Greift doch an, Alter. Greif doch an! Die Höhle ist irgendwie verbuggt, ich weiß auch nicht. Irgendwie verbuggt diese Höhle. Wieder despawnt der Boss. Muss warten, bis ich Leben habe. Drück immer B anstatt 4. Dauert ein bisschen mit dem Leben. Ich wollte ein paar antike Sachen holen, weil ich repariere schon alles mit denen. Und die Geräusche sind schon krass. Rüstung beschädigt. Das ist halt krass. Es wird alles sofort beschädigt, wenn dich ein bisschen jemand trifft. Da ist sogar Kälteresistenzstufe drauf. Verteidigung 25. Dann tue ich halt die andere rein, oder? Hier, für Hitzeresistenz oder so ein Scheiß. Tue ich halt die rein. Ja. Muss voll Damage auf den Boss machen. Aber ich will ihn halt auch zähmen, deswegen. Also ich hätte ihn ja geschafft, aber ich wollte ihn ja zähmen. Deswegen, das ist das Schlimmste. Du kannst den Easy aus dem Leben nehmen, aber du musst immer aufpassen, dass du nicht tötest. Dann musst du auch wechseln, die Waffen. Apropos Waffen wechseln, ich muss mir unbedingt einen Bogen machen, weil da kannst du den Damage bestimmen. Leicht spannen, wenig Schaden, viel spannen, viel Schaden. Bei der Armbrust hast du maximal Schaden. Wollte ich schon die ganze Zeit machen? Habe ich vergessen. Und was wir noch nicht haben oder noch nicht verstanden haben, wir haben noch nichts, was heilt. Du kannst dich nicht recken. Wir haben viel Medizin, aber bei jeder Medizin, ich habe nichts dabei, hier steht immer, LP lassen sich nicht damit wiederherstellen. Bei allen Medizinsachen, die wir haben, steht da, LP lassen sich damit nicht herstellen. Wiederherstellen. Also wir haben kein Heilungsding oder sowas. Weiß nicht. Also habt ihr jetzt die Xbox-Version gezockt? Habe ich jetzt noch gar nicht so gepeilt. Nee, gell? Geht ja gar nicht. Ihr habt dedicated.
Ihr hattet die gestern gespielt und heute die Dedicated, oder? Irgendwie so? Ich weiß nicht genau. Okay, wird passen mit Leben. Der Boss pennt, weil es nachts ist. Kannst du nicht ausdenken. Und die Ads? Die Ads machen nichts, weil sie schlafen. Oh mein Gott. Das ist ja gigantisch. Du musst den nachts angreifen. Die sind gar nicht wach geworden. Roffel. The fuck? Die sind gar nicht wach geworden. Boss Wiederbelebung, genau. Deswegen meine ich ja, hier steht Boss Wiederbelebung in einer Stunde. Dass man nicht unendlich farmen kann, schätze ich mal. Die war etwas schwieriger, oder? Den haben wir noch gar nicht gemacht. Level 17. Der Mammut ist, also das Mammut ist halt Endgegner, keine Ahnung. Dass jemand es machen soll. Wenn du am selben Level bist, ist es scheißegal. Wir haben halt Boss, also Boss besiegt irgendwie 10 Level höher oder so. Das ist ganz krass. Mit viel Dodgen und was weiß ich. Den Teil nochmal probieren. Aber dann muss ich ja hier rüber. So, ich darf hier gar nicht porten. Ich gehe da. Ich stehe da immer so, dass ich porten darf. Okay, ich freue mich, dass du überhaupt bei dem Spiel mal da bist. Um ein bisschen, dass ich ein bisschen so deine XP so kennenlerne, meine XP so kurz teile. Freut mich. Ich mache jetzt auch nicht mehr so lange. Denn ja, ich bin schon die ganze Nacht am Start. Zum Glück muss ich heute nicht unbedingt irgendwas fertig kriegen an Folgen. Ich habe gestern noch Shorts geschnitten und die erste Folge. Heute habe ich schon die Shorts für jetzt geschnitten. Und die nächste muss dann erst am Montag fertig sein, oder? Oder Dienstag, keine Ahnung. Also, ist okay. Gestern war einfach zu viel. Aber man ist halt immer echt am Gucken, man ist begeistert. Was meinst du, schaust du dir bestimmt auch Enshrouded an, ne? Und ich glaube, dass Enshrouded wirklich einen schweren, also ich bin jetzt so viele Quality of Life Sachen gewohnt, Features hier, da, dies, das, dass Leute für mich helfen. Es sind perfekte Spiele, um es auch allein zu spielen. Denn ich bin echt immer die meiste Zeit hier allein, so im Spiel. Ab und zu mal jemanden im PC, ein bisschen zusammenspielen oder Chat hin und her. Okay, aber das ist perfekt, um allein zu spielen. Du hast Sachen, um die du dich kümmern kannst. Es helfen dir welche, du musst für Tiere sorgen und so. Das ist schon geil. Perfekt, perfekt, richtig so. Bei mir habe ich nur noch 89 Pfeile. Und die blauen sind ja. Die kriegt man ja zum Glück hinterhergeschmissen. Wenn du dann irgendwann mal die höheren brauchst, musst du die halt herstellen. Stopp! Soll ich mir sicher an und schauen? Ja, natürlich. Ich werde es dann so machen, wenn es funktioniert. Mit Dave spiele ich No One Survived. Mit Keksi, wenn es hinhaut, spiele ich das hier. Enshrouded. Guck mal, wer da Bock hat. Also hat vielleicht, wenn ich jetzt nicht ganz so viel Pech habe, immer mal ein anderer etwas. Immer jemand Zeit.
dann habe ich auch noch, ja, kann noch mal was anderes spielen, aber wenn ich halt, ich sag dann immer, hey, wenn gar keiner da ist, könnte ich ein anderes Spiel spielen. Was ich aber nicht mache, weil nochmal 10 Spiele anfangen, gar keinen Bock. Ich will dann schon das zocken. Und das ist halt gigantisch hier. Ja doch, diese Bewegungsfreiheit in einem Spiel, einfach straight hoch 90 Grad, noch nie gehabt. Das ist so krass, imagine. Ja, habe ich auch gehabt, den ersten doofen Bogen, ja. Brauchst du gar nicht. Das ist halt so gedacht wie bei Ark. Du kannst ja nicht alles skillen, dass du den Bauplan hast und dann dadurch dir das Skillen sparst. Aber die Scheiße habe ich ja meistens eh schon geskillt. Genau, Zelda sagte man mir. Valheim kann ich nicht dazu sagen, aber es sagen auch viele. Energie. Ja, toll, nachladen. Toll. Vorbeigeschossen, wenn er sich umgedreht hat, der Sack. Die schießen wieder nicht, ne? Meine, weil sie passiv sind, keine Ahnung. Jetzt hat. Am lustigsten ist es, wenn er so springt. Der ist noch zu low, lol. Einfach eine verbraucht umsonst. Lad halt nicht nach. Hallo? Angriff einstellen. Komm schon. Was? Wieso geht das nicht? Hallo? Hab's. Ich drück eben. Drück ich. Drück eben. Ja, aber dieses im Kampf hier, dieses Rad im Kampf zu drücken. Du musst stehen bleiben, der schießt auf, du musst das Ding drücken. Psychose. Ich brauche Shortcuts. Ich drücke immer B, weil ich für bauen. B für bauen. Ich drücke im Kampf immer zuerst B. Oh, scheiße, falsch. Nochmal B. 4. Suchen. Zack, tot, weil ich getroffen werde. Das ist so bescheuert. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Can't get it out of my head. Was ist denn das eigentlich hier? Yo! Wieder nicht nachgeladen. Diese Viecher um mich herum sind halt schon wild manchmal. Ich sag ja, ich kann jetzt viele draußen haben, aber sie sind die ganze Zeit um dich herum. Ich wünsch mir noch weiter rausscrollen. Bitte. Also, weil ich habe hier, schau mal, ich habe die ganze Zeit diese Viecher um mich herum. Weil die sind immer irgendwo und ich sehe nichts. Bisschen weiter rausscrollen, bisschen anpassen noch. Ich habe oft das Höchste gemacht auf 90. Ich habe die Reitkamera auf 2 von 1. Aber so ein bisschen wäre schon interessant. Auch lustig, dass das antike Bauteil einfach eine Zündkerze ist. Und was ich total krass finde, interessant am Spiel, die Texte. Ich hasse eigentlich so beschissenen, dummen Humor, also so auf blöd gemacht, aber das ist süß und niedlich. Das ist so richtig so ein bisschen verpeilt. So, man kann schmunzeln, ich muss da nicht lachen. Ich muss da nicht lachen bei diesen Texten, aber es ist halt witzig, so ein bisschen zum Schmunzeln, man kann lachen. Wirklich gut übersetzt. Hatte ich überlegt, Ark hat bis heute noch nicht richtige Übersetzungen. Ey, da ist ein Fixie. Ist das die ich will? B, ne, 4 einstellen.
Die sind super, die Beschreibung, gell? Bitte nur einmal schlagen. Das hat mich auch aufgeregt. Die schlägt dann doppelt. Hat nicht ging nicht? Alter, wie schwer ist sie denn zu fangen? 79%? So, ich habe mir gemerkt wegen Fixie. Also, weißt du? Ja, ist echt runter. Ist halt so richtig geil. Hey, das könnte locker eine Vollversion sein. Easy. Easy. Auch wenn die jetzt nichts mehr adden, es ist mehr als genug da. Was ist denn mit denen? Ich kann nicht nochmal hauen. Du stirbst dann. Ja, super. Mann. Ich hätte auch den anderen Ball nehmen können, aber für so einen 10er einen hohen Ball. Kommen auf Abschüsse, gewinnen gleich ins Rollen, weil ihm dabei schwindelig wird und es nicht mehr auf die Beine kommt. Steht es ganz unten in der Nahrungskette. Ja, genau. Ist total geil. Es war der erste Text, den ich gelesen habe. Ich gedacht, toll, da habe ich einfach ein Scheißding gezähmt. Ultra gut geschrieben. Und diese Texte sind bei vielen einfach so. So Schmackofatz. So. Ja, hey, das ist wild, das ist witzig. Das ist gar nicht so eins. Hallo? Hallo? Stopp! Mann, ich brauche einen Bogen, ey. Ich habe auch eine Pike, eine. Komm, ich probiere schon. Geht auch nicht. Was zum Fick? Hallo? Oh Mann. So kann ich ihn ja eigentlich anhalten, gell, mit dem. Hab ich vergessen, ich kann ihn so anhalten mit dem. LOL, logisch. Ja, und die ersten 10 geben anscheinend gut Punkte. So habe ich heute Level gemacht, ohne es so richtig zu peilen. Ich wollte einfach nur voll machen, das Ganze. Musikzimmer-Set. Ach so, ich kann schon die Metallrüstung, habe ich gar nicht gepeilt. Was ist denn besser, die Metallrüstung oder die Stoffrüstung mit mehreren Ränken? Pistole, hitzeresistente Metall-Silo. Kann im Lager aufgestellt werden, erhöht für Pals im Lager das Arbeitstempo von Aussaat. Es gibt ganz viele Bauwerke, erhöht das Tempo für dies, für das, für jedes und du musst ganz viel aufstellen anscheinend. Also der Humor ist nicht, dass ich lachen muss, sondern dass ich es angenehm finde. Weißt du, so man fühlt sich gut, so hey, ganz nice, so cool, schöner Text. Kann man lesen? Macht Spaß. Macht Spaß zu lesen. Dieses zu Fuß herumgehen ist irgendwie geil. Ich kann noch jetzt fliegen, ich kann noch den Wolf. Gut, der Wolf ist gerade tot. Aber ich finde das zu Fuß herumgehen und zu entdecken schon geil. Ah, da ist Tanzi schon wieder. Hol mal die, weil wir brauchen bald Strom und ich glaube, dass diese Blitzdinger, ja genau, gut für sowas sind. Irgendwann macht man dich auch hier. Tiny von welchem?
Von welcher Kreatur? Da ist ein Dungeon. Eine schwache Medizin. Kann ich das nicht dem anderen geben? Hm. Ach so, Scheine. Hä, das heißt nicht Fuck. Ich dachte, ich vertippt. Ich dachte, oh geil, Fuck, ich hab's geschafft oder so. Hä? Okay, alles klar. Ich verstehe. Deine komische Schreibweise. Die Österreicher wieder, ne? Was willst du erwarten von ihnen? Die Österreicher schreiben komische Sachen. So wie ich halt eigentlich auch. Achso, das ist dieser Händler hier. Genau, was kann man denn nochmal kaufen bei dem? Hallo? Ware kaufen. 24k, wie viel habe ich? 9000. Wer ist denn das hier? Petalia. Verkaufen. Achso, hier kann man die ja verkaufen, die Viecher. Was kriege ich denn für das? Und ich klicke mal eins an und dann. Ah, hier. Ach so. Ich habe von denen eine Menge. 110 jetzt, wenn ich drüber halte. Stimmt. Oh, 900. Oh, echt? Ja, die Nightwings sind nicht schlecht, ne? 900. 900 sind die. Die sind schon 1000 wert. Krass. Gut, nee, also ich. Die Bosse hier 500. Tau, oh, der. Den dafür habe ich jetzt zwei eigentlich. Also hier kannst du anscheinend deine Dinge verkaufen und kannst dir andere kaufen. Mal so ein Ding machen. Ist das Händler? Oh, das hier. Die habe ich nur so gesetzt, da ist nichts. So, cool, Händler hier. Hier kannst du kaufen und verkaufen. Wir haben auch schon so eine, also ich kann die bauen, so eine Zuchtstation, wo die man vögeln lassen kann. Das Ding ist nur, jedes Mal, wenn sie vögeln, musst du den Torte geben. Also steht da, benötigt Torte. Und der Torte zum Herstellen sind jetzt nicht die schönsten Mats. Mehl, Milch, keine Ahnung. Habe ich jetzt alles noch nicht so. Immer schön Kuchen und dann Rambazamba. Das sind fast die wichtigsten Teile. Da sind wir schon Berge hochgekrochen. Diese grünen Teile, die so leuchten. Mit denen du skillen kannst, dass du. Also die Scheine ist die Fähigkeiten skillen, also die Scheine ist die Pauls Fähigkeiten skillen. Oder deine Fähigkeiten erhöhen, dass du besser. Dass die deine Sphären besser funktionieren. Federhaarschmuck. Ich wollte da gar nicht hin, aber ich kann eh kurz nach Hause. Jo, scheiße. Oh, 9 von 10, okay. Das ist ein Stromding. Warte.
Ja, 85% und du gehst nicht? Abgehoben. Bei! Wahnsinn. Was ist mit diesen Rookies da? Komm her. Komm her. Komm her. Nee, jetzt habe ich den letzten... Oh mein Gott. Jetzt hat Tanzi ihn getötet, du Wichser. Yo, 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 yo. Chill, 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 Jungs. Kann man euch auch nicht aufzähmen. Geht das nicht, oder was? Klingt doch nicht so deppert. Bei dem anderen ging es doch auch. Okay, was man dazu braucht hier. Egal, komm. Arsch. Arsch. Nach Hause Bogen bauen, ganz normalen alten. Doch, ich will wenig Schaden machen. Dann siehst du nichts, weil diese Viecher da im Weg sind. Ja, okay. Deswegen Bogen. Schaden ein bisschen kontrollieren. Und du hast einen Fuck gefangen. Wenn du mir sagst, welche Nummer das ist, dann könnte ich schauen, ob ich ihn auch habe. Das ist egal mit den Nummern. Ah doch, hier. Habe ich. Nee, ich habe keinen. LOL. Keksi hat so einen. Fuck. Der kann da auch irgendwas sammeln oder machen, so rumtragen. Der ist so wie so eine Ente. Nummer 6, ja, ja. Geil. Ich hab einen hier drin, weil ich habe Keksi seinen. Weil ich habe hier was getauscht. Aber ich erzähl da nicht, weil ich ihn nicht gezähmt habe. Ich habe den nur getauscht mit jemand anderem. Und es ist halt gut, dass man Zugriff auf die gleiche Box hat. Also die obere Box ist ein, hat jeder für sich, aber hier unten kann man ja die tauschen. Ich habe bis jetzt nur einen Shiny hier. Chill.
noch zwei antike Bauteile und Stoff wieder. Wenn ich jetzt weg war, habt ihr Stoff gefarmt oder was? 24. Yo, so sah es bei mir auch am Anfang aus. Oh mein Gott. Oh, Stoff. Yo, keiner sammelt mehr ein. Passt, mach ich, brauche ich. Gut. Naja, wollte halt und dann Stoff gebaut. Okay. Der Fette hier, der stört einfach. Nur eine habe ich hier, den Typen da. Tausche ich. Die Dinger können nur bewässern, oder was? Mehr nicht? Da kann der schon mehr, ey. Genau, das war bei mir ganz am Anfang, weil ich halt alle Schafe hatte. Und dann konnten die nichts anderes machen, außer das. Und dann ist mir der Stoff nie ausgegangen. Ja, bis heute halt. Wie krass, die Schafe helfen selbst, ihr eigenes Wolle zu verarbeiten. Crazy shit. Nur mal schauen, welchen habe ich draus? Die da? Die macht nichts Besonderes, ja auch nicht. Also die hatte ich drin. Der tut halt ein bisschen hier. Level 2 mit der Hacke, okay. Ich weiß nicht, ob ich da so viele Schafweste drin brauche, aber die können nur bewässern. Und der kann auch bewässern. Ich tu mal das noch tauschen. Überfall. Moment, Glocke. Überfall. Schon wieder. Werden auch immer mehr hier mit den Überfällen. Scheiße, mein Wolf ist nicht. Ich hab keinen aktiven hier. Hallo? Gib mir dem Boss jetzt. Raus mit dem. Taste 4. Auf geht's. Was ist jetzt? Was greift denn jetzt an? Digga. Was greift uns jetzt an hier? Ich frag mich halt immer, warum meine nichts machen? Jo, warum kommen die? Boah. Warum kommen die auf mich? Nur. Noch nie so einen heftigen Angriff gehabt. The fuck, Alter. The fuck. Noch nie so einen Angriff gehabt, so einen heftigen. Muss meine Sachen erst holen. Ich hab keine. Tut doch hier angreifen, Leute! Hallo! Hallo! Taste! Irgendwas! Hey! Einer von denen macht was! Wo ist dieses Glockending da? Hier, greif doch an! Helft doch!
Heil ich gerade nicht. Ich werde hier angegriffen und die machen nichts. Alle tot hier, ey. Ey, jetzt habe ich diesen scheiß Ball geworfen und irgendwo hingeworfen. The fuck? Noch nie gehabt? Aktuelle Anweisung, Eindringlinge zurückschlagen, ja. Aber da, normalerweise kommen sie und alle schießen. Die haben nichts gemacht, kein einziger, Alter. Aber heftige Angreifer, ey. Boah, ich habe einen. Ich habe einen gezähmt von denen. Krasse Scheiße. Wo sind die denn? Habe ich so einen? Warum ist das auch nicht? Krass, okay. Welche ist denn das? Ich habe... Hier. Ständig auf der Suche nach dem nächsten One-Night-Stand. Zeigte früher nur Interesse an anderen Pals, macht sich in letzter Zeit aber auch immer öfter an Menschen ran. Yo. Verleiht im gemeinsamen Kampf sich selbst und dir die Fähigkeit Lebensraub. Bei der ein Teil des ausgeteilten Schadens absorbiert in LP umgewandelt wird. Okay, damit kannst du dich heilen. Das ist ein Schattenpriester oder was? The fuck, man. Die haben jetzt ganz schön ganz schön hier gebömst haben sie mich. Was ist die denn? Was hat die für Fähigkeiten, die hier? Die kann abbauen. Die hat helfen, also sie kann sehr schnell bauen. Die kann Medizin anmischen, gut transportieren und Stufe 1 hat sie das Hacken. Hackt doch nicht, hä? Ach, sie hat so schnell geschmolzen, hallo. Da. Ich hab noch nie so hart angegriffen, Alter. Krank, krank, krank. Ah, Knochen, sehr gut. Total mit dem Angriff gerade. Geht ja gar nicht. Wahnsinn, okay. Krass, dass die so. Dass die da so andotzen. Wie muss ich eigentlich die Medizin geben? Verstehe ich gar nicht. Hier 35 Stoffe. 2. Okay, ich muss jetzt schauen, dass ich... Oh, die werden nicht mehr eingesammelt hier. Wie beendet man den Server? Weißt du das? Einfach den normalen...
Ich hab einfach X gedrückt. Oben rechts geschlossen, einfach X. Aber ich glaube, ich lasse ihn halt laufen, ne? Einfach. Dass es einfach weitergeht alles hier. Oder so, keine Ahnung. Du dir beenden. Ich habe ihn aber erst nach. Ich habe nur beendet, um neu zu starten, wegen den Settings. Der lief eigentlich immer durch. Ich weiß ja nicht, wenn man angegriffen wird, wenn man nicht da ist. Aber ich glaube, dieser. Das kommt dann nicht, weil ich werde ja nur ich explizit angegriffen. Okay. Überleg gerade, wenn ich jetzt laufen lasse, wie meint das mit den Tieren? Welche lasse ich draußen? Ich habe jetzt 3 Schafe. Ich kann sogar sie da hin tun, anstatt ein Schaf. Also der die ganze Zeit hier nur steht und diese Scheiße macht, aber gut. Also der Angriff war gerade krass, Mann. So einen harten Angriff hatten wir noch nie. So, warte, ich kann das herausnehmen hier. Ist einfach zu viel drin hier. Pfeile, okay. Oh, warte, ich habe noch so ein Lilly-Dings da. Oder wie heißt die? Tixi, Wixi, Fixi. Ja. Habe ich jetzt noch so ein Fixi da. Muss ich mal da hier noch auspacken hier. Du sagst, tust du einrichten als Dienst und so? Oder hast du dann gar kein so DOS-Fenster mehr? Ist dann nichts mehr da? Bleibst du einfach im Hintergrund? Okay. Und Konsole kannst du dann im Nachhinein noch anzeigen lassen? Oder irgendwie, dass du das siehst? Ich habe halt bei meinen Sachen immer diese DOS-Fenster. Wird dann schon manchmal voll. Aber da so kann ich halt auch immer sehen, was passiert. Mal so bei Servo, die Logs halt sind. Also als Dienst kannst du das Fenster dann halt nie sehen. Okay. Ich suche Fixi. Wie schaut der nochmal aus? So. Ich hab doch vorhin noch eine gezähmt. Hier ist auch shiny noch. Da. Das macht ja auch alles krass.
Mehr Platz. So, ich habe jetzt irgendwas weggetan, aus Versehen eh schon, ne? Von daher passt ja. Ah, mit rechter Maus ist der Zugmann weg. Okay, okay, Lulz habe ich irgendwas weggetan. Ach, echt ihn? Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Der kühlt ab. Ja, wird schon passen. Jetzt habe ich jetzt zwei von denen hier. Macht das, der System-User hat keine Ausgabe in der grafischen Oberfläche. Ich mache das so, weil dann kann ich es mit meinem PowerShell-Skript Remote bequem im Game-Server auch starten und brauche nicht anmelden am Game-Server. Ja, das ist natürlich klar. So ist gut, so passt das. Alle im Pen hier. Bei mir ist so, ich möchte immer sehen, ob irgendwas passiert oder so. Wie etwas kühl, hier sind 1000 Lagerfeuer. Vielleicht nachts kühl, oder? Ist kälter draußen? Etwas kühl. Ja, ja, bei dem Spiel schon. Ja, ja, das weiß ich ja. Bei mir auch, bei mir auch. Aber so allgemein ist es ganz cool, wenn man das sieht, was so passiert. Logs kann man ja die File auslesen, aber so bei dem Live ist halt, finde ich, cooler. Und kommt das noch? Okay, ist sehr angenehm. Ich hoffe, es ist nicht zu heiß. Ich habe jetzt drei Dinge hin. Okay. So, aber das passt dann, Alter. Es reicht also. Es ist schon spät hier. Ist schon wieder gut. Krass, Mann. Ultra, ultra. So, das war Paul World Tag 2. Solo und mit Keksi. Wahnsinn. Gigantisches Erlebnis. Wird immer besser, das Spiel. Freu dich auf Tag 3. Es wird noch wilder.